der FIBO 2015 stach die Easy Fitness Management GmbH in Halle 8 durch einen professionellen und modernen Stand hervor. Nicht nur das neue Standkonzept und das neue Design der Marke stießen bei den Messebesuchern auf positive Resonanz. Die Unterscheidung als Franchise-Geber ist da vielleicht drin zu sehen, dass wir eine höhere Bindung zu unseren Kunden haben. Es wird ja Franchise-Systemen oft nachgesagt, dass es sehr direktiv ist aus den Zentralen heraus. Wir versuchen die Probleme zu verstehen, die unsere Kunden haben, wobei wir auch nicht alles ermöglichen können. Aber im Wesentlichen ist es nicht der Unterschied im Franchise-System, sondern in der Marke, die angenehm anders ist, könnte man sagen. Das in Hannover ansässige Unternehmen bietet ein Franchise-Konzept für preisbewusste Kunden, die einen hohen Anspruch an Geräteangebot und Training stellen und keine Abstriche beim Ambiente des Clubs machen wollen. Angeboten wird bei uns eine Palette im Premium-Discount, nennt sich das, Discount-Segment, also nicht die tiefste Sparte, wie man jetzt wieder erfahren hat, von 9,90 Euro. Wir liegen bei 19 Euro bis 25 Euro und bieten darum dafür in den meisten unserer Filialen ein All-Inclusive-Angebot an, inklusive Solarien, Getränke sind mit drin, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, nicht drüber nachzudenken, was er noch extra bezahlen muss. Easy Fitness gibt es bereits an über 80 Standorten. Der Franchise-Geber plant eine Ausweitung auf insgesamt 100 Clubs bis Anfang nächsten Jahres. Für Trainer und Clubmanager, die sich mit einem eigenen Club selbstständig machen möchten, präsentierte das Unternehmen auf der Messe ein umfassendes Komplettangebot. Von Profitplan, mit dem der Kunde oder Interessent zur Bank gehen kann, bis hin zur Eröffnungsplanung, bis zur Budgetierung, Marketing, also rundum glücklich kann man sagen, arbeiten muss man allerdings auch bei so einem System dann schon selbst. Neben einem umfassenden Gebietsschutz und vielfältigen Marketingaktivitäten unterstützt der Franchise-Geber seine Franchise-Nehmer auch vor Ort. Das Wichtige aber für die Unterstützung sind unsere Partner-Manager, die alle mit dem Auto ausgerüstet durch ganz Deutschland unterwegs sind, um auch vor Ort Hilfestellung zu leisten, darauf zu achten, dass natürlich auch unsere Filialen immer homogener, immer konfirmer auch werden, weil das ist das, was der Endverbraucher am Ende will, dass die Wiedererkennung in ganz Deutschland bei Easy Fitness gegeben ist. Easy Fitness setzt sich zum Ziel, den Break-Even-Point bereits bei der Eröffnung zu erreichen. Nach Aussagen des Geschäftsführers sei dies bei 80% auch erreicht worden. Das Startkapital unterscheidet sich natürlich nach Standort, aber wir sagen, wir wollen es ermöglichen, schon ab 30.000 Euro, wenn jemand zu uns kommt, um eine andere Finanzierung mitzubringen von uns. Und der Break-Even-Point liegt natürlich auch wieder standortunterschiedlich zwischen 800 Mitgliedern bis 1.200 Mitgliedern, kann man sagen. Seit 4 Jahren präsentierte sich Easy Fitness zum ersten Mal wieder auf der FIBO 2015 in Köln und überzeugte mit einem gelungenen und seriösen Messeauftritt.